Ja, Sie haben ja lange auch als Journalist eine Karriere hinter sich gebracht. Mittlerweile kommen Sie aber selbst aus dem Blitzlichtgewitter kaum noch raus. Welches Leben ist denn das Schönere? Gemeine Frage. Ich war ja gerne Journalist. Ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht und sehr lange. Und die Seiten zu wechseln macht es auch nicht unbedingt einfacher, weil man sich bei jedem Gespräch eigentlich genauso konzentrieren muss wie als Frage. Und wenn man das den ganzen Tag gemacht hat, ist man abends auch erledigt. Und ich mag auch gerne, wenn mal Ruhe ist. Deswegen bin ich da unentschieden. Also ich wäre auch Journalist geblieben. Okay, aber in Bezug auf das Ego, was hat das da für Auswirkungen? Was ist schöner? Ach naja, also so diese Buchmessensituation, wo man sehr viel gefragt wird, die erstreckt sich ja eben über ein paar Tage und nicht über ein ganzes Jahr. Und deswegen ist es für das Ego verhältnismäßig unbedeutend. Also, Sie haben Erfolg ja über das ganze Jahr verteilt und ja, werden gefeiert. Und naja, gefeiert ist jetzt nicht so, dass Leute so in großen Straßenumzügen jubelnd bei uns zu Hause im Dorf die Straße auf und ab gehen, wenn ich nach Hause komme. So ist es ja nicht. Aber es ist natürlich sehr angenehm, es ist natürlich ein ganz schönes Gefühl und jeder, der sagt, och, das bedeutet mir eigentlich nichts, der schwindelt natürlich. Klar ist es schön. Ihren Geschichten nach zu urteilen, leben Sie ja ein wohl sehr intensives Familienleben. Haben die jetzt momentan noch was von Ihnen? Na, die haben immer das ist sehr wechselhaft. Also ich bin knapp 100 Tage im Jahr nicht da, weil ich auf Lesereise bin oder irgendwelche Produktionen habe oder so. Und in der Zeit, wo ich da bin, in den restlichen 250 Tagen, haben wir wirklich ein sehr intensives Familienleben, weil ich auch zu Hause arbeite. Ich habe kein Büro irgendwo außerhalb, sondern im Haus. Und da kriegt man zum Glück eine Menge mit von den Kindern. Da bin ich sehr froh drum. Sie beziehen Ihre Geschichten und den daraus resultierenden Humor ja aus vielen Alltagssituationen im Familienleben. Haben Sie sich mal die Frage gestellt, ob Sie auch unter die unterhaltenen Buchautoren gegangen wären, vielleicht ohne Familienleben? Wäre das denkbar? Nein, das wäre kaum denkbar, weil ich ohne meine Familie überhaupt nichts erleben würde. Denn ich bin ein darüber hinaus komplett sozial isolierter Mensch. Ich pflege nicht richtig viele Freundschaften und ich bin auch nur deswegen auf Reisen, weil ich muss. Und ich würde wahrscheinlich, wenn ich keine Familie hätte, einfach zu Hause rumsitzen und aus dem Fenster gucken und müsste mir alles sehr mühsam erarbeiten. So habe ich das Glück, dass wenigstens viele Geschichten einfach zu mir kommen. Jetzt kommen gerade Ihre Schwiegereltern ja immer mal wieder vor, werden öffentlich da quasi auch vorgeführt so ein bisschen. Wie gehen die mit der Situation um, dass man sie über die lacht? Die empfinden das nicht so, weil es nicht so ist. Die sind ja Vorlage für etwas, so wie ich selber mich auch zur Vorlage für eine Kunstfigur gemacht habe und so wie die Kinder letztlich Kunstfiguren sind. Sind es die Schwiegereltern auch. Und ich gebe nichts preis, was wirklich intim wäre oder wandle so viel ab, dass sie sich eigentlich gar nicht darin wiedererkennen. Also jetzt hat meine Schwiegermutter, wurde kürzlich gefragt, nachdem der Film angelaufen ist, ob das alles so gewesen wäre, ob sie sich da wiederfindet. Und sie hat so mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, also die Konstellation in der Familie, die ist natürlich so und es gibt den einen oder anderen Spruch im Film und auch in den Büchern, der auch wirklich so gefallen ist. Aber im Großen und Ganzen sind es andere Leute. Bin ich auch ganz froh drum. Okay, mal was Allgemeineres vielleicht gefragt. Sie sind ja eine längere Zeit auf der Buchmesse. Sofern Sie die Zeit finden, mal ein bisschen rumzugucken, was sind so Ihre Highlights? Was interessiert Sie? Oder vielleicht auch mal beschreiben, was das für ein Gefühl ist, hier zu sein? Ach, das ist jedes Jahr natürlich sehr schön. Ich bin gerne hier. Ich treffe hier halt eben Leute, die ich sonst das ganze Jahr über nicht sehe. Obwohl sie in der Nähe wohnen. Also zum Beispiel Kollege Tillmann Spengler treffe ich, obwohl der im Nachbardorf lebt, selten dort, aber immer hier. Oder andere Kollegen wie Roger Willemsen oder so, die man einfach gerne mal schnell umarmt, die trifft man sonst auch nicht, weil wir ja auch alle immer unterwegs sind. Ne? Man ist ja nie gleichzeitig in, sagen wir mal, Bielefeld oder Hildesheim. Und deswegen macht es schon mal Spaß und ich besuche natürlich auch Verlage, die ich mag, also auch von meiner früheren Tätigkeit bei der Zeitschrift. Ich gehe zu den ganzen Kunstbuchverlagen und kenne von da natürlich noch die ganzen Leute von damals und schaue mir an, was es da so gibt. Ist der Themenschwerpunkt China für Sie von persönlichem Interesse und mal ein bisschen offizieller gefragt, finden Sie es richtig, Sie zum Ehrengast ernannt zu haben? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kann das absolut nicht beurteilen. Und ich hüte mich davor,
irgendwelche wertenden Aussagen zu treffen über die Qualität dessen, womit die Chinesen hier sind, weil ich es nicht beurteilen kann. Und ich finde das Gequatsche, dass man denen die Möglichkeit, sich hier zu präsentieren, nicht einräumen sollte, aus politischen Gründen, eher unangenehm. Also ich glaube, dass die Möglichkeit, dass hier überhaupt chinesische Kultur und Literatur präsentiert werden kann, erstmal ein großer Schritt ist. Es ist ja nun besser, die sind hier, auch vielleicht zu den Bedingungen, unter denen sie hier sind, aber sie sind da und es gibt die Möglichkeit, sich mit denen auseinanderzusetzen. Wenn jetzt das Gastland Australien wäre, mit denen es jetzt vielleicht keinen großen kulturellen oder politischen Dissens gibt, dann könnte man eben diese ganzen Fragen nicht aufwerfen. Und dafür hat es sich eben schon gelohnt. Das ist im Prinzip dasselbe wie bei den Olympischen Spielen. Ja.